Herzlich willkommen und schönen guten Tag zu Ihrem AIDA Primetime Magazin. Heute mit Tim Melzer. Er war an Bord und wir waren dabei. Mit meinem Kollegen Stefan Zinkgraf. Er war im Maschinenraum und wir waren dabei. Und mit Ralf Eben, ein wunderbarer Lektor. Viel Spaß. Immer wenn unser Freund Tim Melzer an Bord ist, wird natürlich gekocht. Auch auf der Bühne, auch im Theatrium. Und Sie wissen ja, wenn der da ist, dann ist große Klappe und großes Kochen angesagt. Viel Spaß. Wir Fernsehköche, wir sind ja wirklich inzwischen wie die Pest. Du kannst ja nicht mal mehr Frauentausch angucken, ohne dass da irgendwo ein Fernsehkoch auftaucht und dann den Assis versucht zu erklären, dass Erdbeerkäse doch keine Vitamine hat. Ich bin anerkannter Bewegungsallergiker. Ich hab's denn mit Bodybuilding probiert. Gott, oh Gott, oh Gott. Ihr habt gesagt, das ist Qualitätspublikum, wenn ich bei der AIDA auftrete. Haben wir Single-Herren da? Du bist doch ein Mädchen. Du musst mal unten gucken, das sieht nach Mädchen aus oben rum. Wo sind Geschenke? Geschenke, wo sind meine Geschenke? Was brauchst du denn? Und Massage? Massage ist schon mal sehr geil. Das ist wirklich eine Kochshow, es wird gleich noch gekocht, keine Angst. Was das für ein Gutschein ist, wenn ich ihm diesem jungen Mann überreiche? Friseurgutschein. Guck mal, davon kauft ihr euch für den Rest der Reise so viel Eis, wie ihr nur wollt. Kann ich machen. AIDA ist ein Konzern, ne? Und die sind wirklich mit dem Herz am rechten Fleck. Halt den Melzer zurück, stopf ihm den Mund, das kann er doch nicht machen. Oh, da oben könnt ihr mutig sein, so hoch laufe ich nicht. Das ist mir. Ich bin mit Steffen befreundet, aber ich gehe mit dem nicht mehr raus, weil wenn der den Raum betritt, alle so, Steffen, Steffen, du bist so toll. So. Haben wir irgendjemanden anwesend, der vielleicht seinen Partner versucht, auf die Bühne zu bewegen, um gemeinsam mit mir aus diesen vier Zutaten gegebenenfalls irgendwas Leckeres zu kochen? Ihn. Den kleinen, süßen, bescheidenen, sehr dezent wirkenden Mann einmal zu mir bitte auf die Bühne. Weißt du, warum ich dich auf die Bühne geholt habe? Na? Damit ich sportlich aussehe. Hat nicht geklappt. Wir kochen jetzt zusammen. Ich habe jetzt schon mal den, ganz wichtig immer, irgendwas blanchieren. Ich habe jetzt die Kohlblätter schon mal blanchiert. Wir haben den Lachs schon mal, Orange geschnitten, französisch für Scheibe. Den würzen wir jetzt und den darfst du jetzt schon mal in der Pfanne braten, bitte. Jetzt legen wir die Haut hier schon mal ein. Sind inzwischen in der Drei-Sterne-Gastronomie sehr gerne genommen. Gebratene Hühnerhaut mit irgendwas. Jetzt habe ich eigentlich genau das gemacht, was der Hänsler auch macht. Bloß, dass ich jetzt hier keine Algenblätter genommen habe, sondern wirklich einfach ganz normale Kohlblätter. Habt ihr leicht blanchiert, mit dem Sushi-Reis gefüllt. Kohl ist für mich zu Unrecht so ein inzwischen doch relativ unbeliebtes Gemüse geworden. Wenn Frau Heinze Kohltopf gekocht hat, da habe ich gedacht, meine Schwester hätte sich im Treppenhaus entleert. Das hat einfach so massiv gerochen. Das war weniger Kochzeit, hier nur kurz blanchiert. Gute asiatische Grundbasis ist immer ein wenig Knoblauch. Wir geben ein wenig Zucker hinzu. Könntest du dir vorstellen, warum? Damit die Schärfe mehr durchkommt. Sehr gut, perfekt. Es ist nicht so scharf. Von der kann man direkt abbeißen. Ernsthaft, kein Scheiß. Ich liebe Dosentomaten. Die haben wir einfach nur abgetropft. Wir haben eine Süße dran, wir haben eine leichte Schärfe da durch den Ingwer, durch die Chili, als auch durch den Pfeffer. Salz ist drin. Jetzt brauchen wir natürlich noch ein bisschen Säure, um dem Ganzen einen schönen asiatischen Kick zu verleihen. Magst du Koriander? Bestimmt. Jetzt steckst du das Ganze hier noch oben rein, ein bisschen Zitronengras. Das impliziert auch ein bisschen was Asiatisches. In relativ kurzer Zeit vom jungen Mann zubereitet. Lachs à pointe. Oh, Alter, sieht das geil aus, ernsthaft. Sieht wirklich toll aus. Im Fernsehen besser als da, ne? Hä? Ja. Das ist immer großartig, wenn Tim an Bord ist und wir freuen uns schon auf das nächste Mal. Mein Kollege Stefan Zinkgraf war mal im Maschinenraum und hat mal ein paar Fragen gestellt, die uns alle interessieren. Gucken Sie mal. Deck 2, tief unten im Schiff. Und hier gibt es auch wieder eine Tür, wo ich mich frage, was ist da eigentlich dahinter? Und da steht noch was dran. ECR. Workshop Stores. Und da ist tatsächlich jemand zu Hause. Hier wohnt Christian, Christian Rosenthal, unser leitender Ingenieur. Hallo Christian. Hallo. Naja, wohnen tue ich hier nicht, ne? Aber arbeiten. Also arbeiten, ja, quasi fast wohnen dabei. Wir haben uns gerade als erstes schon mal gefragt, ECR, was heißt das? Engine Control Room oder Maschinenkontrollraum. Das ist ja so ein kleines bisschen wie auf Raumschiff Enterprise, der eigentliche Maschinenkontrollraum. Von hier aus steuert ihr alles?
Genau, also von hier können wir eigentlich sämtliche Anlagensysteme hier an Bord überwachen. Hier laufen sämtliche Störungen auf, sämtliche Fehlermeldungen. Daher ist der Bereich hier auch 24 Stunden am Tag besetzt, analog zur Brücke. Das ist der Maschinentelegraph. Damit können wir die Drehzahl der Propeller, sprich des Antriebes, regeln oder einstellen. Im Normalfall liegt die Kontrolle bei der Brücke oben. Wir können das aber theoretisch auch von hier unten machen. Also das ist eine Übersicht über die wichtigsten Bereiche im Maschinenraum. Wir haben im linken Bereich die Hauptmaschinen. Im rechten Bereich haben wir jetzt immer den Eingang und natürlich ganz rechts unser Fenster nach draußen, die Außenkameras. Schon einfach cool aus mit den Mickey-Mäusen, oder? Der Gehörschutz, der muss sein, weil es wirklich laut da drin. Ich bin sehr gespannt. Also das ist jetzt der echte Maschinenraum. Genau, das ist der Maschinenraum. Es ist momentan recht ruhig hier. Wir haben zwei getrennte Maschinenräume, das heißt, wir sind jetzt im hinteren, da läuft keine Maschine. Wenn wir jetzt gleich nach vorne gehen, wird das ein bisschen lauter, also da brauchen wir dann schon Gehörschutz. Und das schaut alles so sauber aus, das Maschinen, man denkt irgendwie Öl verschmiert und Ruß und sonst was. Ja, das passiert eigentlich nur, wenn die Kollegen anfangen, Kohle zu schaufeln. Ansonsten ist es immer sauer hier. Und Kohle schaufeln ist ein alter Mythos, ne? Das hatten ja, wir genau. Früher mal. Ne? Ja, hier wird es jetzt ein bisschen lauter. Da brauchen wir die hier schon mal. Wir stehen jetzt direkt über der Hauptmaschine und ich habe kein Wort verstanden, was er gesagt hat. Wie tief sind wir hier? Sind wir hier schon unter Wasser oder? Wir sind jetzt ungefähr 5 Meter unter der Wasserlinie. So, das schaut wieder ein bisschen anders aus. Christian, was ist das? Wir sind im AC-Raum, also unserem Klimakompressorenraum. Hier wird eigentlich dafür gesorgt, dass im ganzen Schiff eine vernünftige Temperatur herrscht. Das habe ich jetzt verstanden. Genau. Und Frage jetzt, wohin gehen wir jetzt? Fragezeichen. Wo wir jetzt hingehen? Ja. Wir gehen jetzt noch weiter nach vorne Richtung Abwasseraufbereitung. Da habe ich noch eine Kleinigkeit. Oh. Das klingt spannend. Das ist Teil der Abwasseraufbereitung hier. Die Kollegen freuen sich immer über ein paar Haustiere. Aber dann auch tatsächlich das aufbereitete Wasser, was ihr aufbereitet, also auch ein offizieller Check. Genau, dafür war das ursprünglich mal gedacht. Ja, und ihr habt sogar einen Minion hier unten. Hat er auch einen Namen? Nee, der hat bisher keinen Namen. Ich nenne ihn jetzt Fridolin. Okay, ne? Ja? Und wir sagen einfach, ja, hier mit Fridolin, schöne Grüße nach oben. Tschüss, bis zur nächsten Runde, die wir an Bord drehen. Dankeschön. Wer mit uns verreist, der freut sich auch immer, Land und Leute kennenzulernen. Und die Menschen, die an Bord helfen, Land und Leute noch besser zu verstehen, das sind die Lektoren. Ralf Eden ist so einer und er hat uns mitgenommen nach Bergen. Viel Spaß. Einen schönen guten Morgen. Wir sind heute in Bergen und starten jetzt gleich zu dem Ausflug Lachse, Land und Leute. Viel Spaß! Hier bin ich wieder. Wir haben gerade eine kurze Stippvisite durch Bergen unternommen, sind jetzt hier wieder am Worgen und schauen auf die andere Seite, auf das Hanseviertel von Bergen, was ja Bergen zum Weltkulturerbe gemacht hat. Denn dieses ist wirklich ein Zeugnis noch aus dem Mittelalter. Unser erster Zwischenstopp außerhalb von Bergen ist hier in dieser traumhaften Schärenlandschaft. Früher konnten die Bergener eigentlich nur über das Meer hinaus auf die Welt. Deshalb hatten sie weniger Kontakt zu den eigenen Norwegern, sondern sie waren international. Und das ist auch heute noch so, dass sich die Bergener immer als was ganz Besonderes betrachten. Natur pur haben wir hier erlebt. Ganz tolle Ferienhäuser, die Lachszucht kann ich nur empfehlen. Wir sind wieder zurück in Bergen und stehen jetzt hier vor dem berühmten Hanseviertel von Bergen, was ja Weltkulturerbe geworden ist. Die Häuser hinter mir standen früher auf Pfählen, weil das Wasser bis an die Häuser reichte. Die Schiffe konnten direkt dort ranfahren und die Waren wurden dann auf Seilwinden nach oben in die Lagerräume transportiert. Wir sind jetzt mittendrin im Hanseviertel. Die Häuser sind zwar nicht 600 Jahre alt, aber sie sind immer nach alten Plänen wieder aufgebaut worden. Also wir sind mittendrin in der Vergangenheit. In diesen Holzhäusern war es verboten, zu heizen oder Licht anzuzünden. Es war dunkel, es war kalt. Die einzige Möglichkeit gab es in diesen Steinhäusern direkt hinter mir. Das waren die Schöttstünen. Dort konnte gekocht, dort konnte geheizt werden, dort hielt man sich gerne auf. In wenigen Augenblicken sind wir wieder an Bord. Tschüss.
Und wenn auch Sie Land und Leute kennenlernen wollen oder unsere Destinationen genießen wollen oder wenn Sie mal auf der Bühne kochen wollen oder richtig lecker essen, dann gehen Sie in Ihr Reisebüro oder auf www.aida.de. Da erfahren Sie mehr. Und jetzt kommt sie, die Verlockung der Woche. Viel Spaß. In Hamburg starten wir zur Nordeuropa-Reise. Durch den Ärmelkanal geht's nach Southampton in Südengland. Weiter geht's nach Le Havre. Die französische Hafenstadt gilt als das Tor von Paris. Wir besuchen noch Seebrügge und Rotterdam und erreichen den Ausgangspunkt unserer Reise, Hamburg. Und zum Schluss, wie immer, Sie haben drauf gewartet, die Bilder der Woche. Diesmal singt mein Kollege Yoshi im Hintergrund, der eigentlich kein Ensemblesänger ist, aber richtig toll singen kann. Gucken Sie mal. Quit playing games. Na, 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 na. Na, 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 na. Sometimes I wish I could turn back time. Impossible as it may seem, but I wish I could. I'm so bad, baby.